So, meine lieben Eldenfreunde, habt ihr Lust, weiter jetzt mitzuzuschauen? Wir befinden uns immer noch unter diesen Katakomben, die uns mit engem Fahrstuhl gebracht haben. Wir haben jetzt schon zwei so welche Leuchtfeuer entfacht. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch mehr entfachen können. Geil, wir sammeln alles ein, was es hier gibt. Wow, 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 was ist hier los? Diese Blitze, die kommen verfolgen einem also und treffen einen. Das ist natürlich schlecht. Ah, hier ist nichts drin. Ein Shack, wo man nicht rein kann. So, wir gucken mal. Warum das fährt nochmal? Kommen wir nicht rauf, oder? Da, warte. Aha. Spieleschein 3. Ah, da kommt noch so ein Büffel. Oh. Verweilender Pfeil. Da hinten können wir noch so eine Dings uns anmachen. Das machen wir mal. Oh, warte. Ich habe mal Glück, wir können den nochmal von hinten snacken. Obwohl, was hat er denn da hinter sich? Da sind das alles seine Freunde? Ist er ein Hüter des Waldes vielleicht? Oh. So. Habt ihr Glück, dass ich genau hinter ihm gelandet bin? Wow. Mann, Mann, Mann. So, jetzt wollen wir das entzünden hier nochmal. Die Frage, wo wir jetzt hin müssen, ne? Das Gebiet ist ja groß hier unten. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das nochmal so groß ist hier. Die trampeln da so ein bisschen rum. Hier ist noch eine Krabbe, wir gehen mal kurz da vorne hin erstmal. Hier sind mehrere Krabben, die man sieht, ne? Ach, guck mal hier, perfekt. Und den direkt mal berühren. Ich glaube, wir können auch direkt mal hier ausruhen. Dann können wir uns noch mal eine Runde stärker machen. Stufenaufstieg. Man sieht, ja, jetzt haut die Stärke auch wieder ein bisschen mehr rein. Perfekt. So. Hat sich das mal gelohnt. Ich wollte mal was anderes schauen. Problem ist, wir können natürlich nicht so viel bei der Kriegsasche machen. Obwohl das Schild hier. Okay, egal. Gut. Ich muss hier mal kurz was machen, Mann. Kurz. Ich muss mal kurz raus. Ich benutze ja fast gar nicht diese anderen Sachen da. Deswegen muss ich immer so viel durchschalten, was ja total Quatsch ist. Das heißt, wir können. Hier rein. Das heißt, wir können mal unsere Ausrüstung ändern. Und zwar kann weg. Na, die Skelettkrieger lassen wir nochmal. Aber was haben wir noch hier drin? Hier zum Beispiel ausgerüstet. Das passt alles. Aber hier Flasche mit Himmels.
brauchen wir ja eigentlich nicht ausgerüstet, weil wir die gar nicht nutzen. Erinnerung der Gnade. Alle Runen verlieren und zum letzten Mal, achso, das wollen wir niemals haben. Vor Sturm mit herbeirufen, das ist richtig. So. Jetzt macht's Sinn. So, lassen wir hier ein bisschen weitergehen nochmal. Der hat Pfeil geschossen auf mich, deswegen. Okay, gut. Man muss ja auch nicht durchrennen bei allen. Man kann ja auch mal ein bisschen warten. Aber das macht nichts. Ich hoffe nur, dass die anderen Feuer alle noch an sind, dass man die jetzt nicht nochmal anmachen muss. Aber das glaube ich nicht. Das wäre ja schon verrückt. Aber es kann natürlich sein, dass man die alle auf einmal anmachen muss. Man weiß es nicht. So, holen wir uns auf jeden Fall mal unsere Sachen zurück. Wir müssen auf jeden Fall den Typen mit den Pfeilen killen, weil... Oh. So. Ja, auch echt viele, die hier rumlaufen, ne? Muss man einfach mal sagen. Ach, da, okay. Natürlich schlecht. Ah, oh, da ist noch einer. Wo sind die? Ach, die sind da oben alle, okay. Da muss auch noch ein Feuer aufgemacht werden. Okay, also müssen wir irgendwie... Das ist ja krass. Die stehen da oben alle, die Hyopais, ne? Müssen erstmal hochkommen. Da müssen wir hoch, da hinten, auf der anderen Seite. Wir müssen irgendwie hochkommen, damit wir die da irgendwie platt machen können. Keyword noch eine Axt, okay. Oben steht noch einer, sehe ich gerade. Ich habe halt Glück und der steht mit dem Rücken zu uns. Okay.
Okay, aber das bringt uns nicht so weiter, weil, auch wenn wir hier oben sind, wir müssen irgendwie die da hinten wegkriegen. Ich weiß noch nicht wie. Runter versuchen. Ach, da. Okay, geht's auch hoch. Einmal hier durchgehen vor. Was immer wir hier finden. Händler voraus. Übrigens, warum immer Nacht? Na, das stimmt. Wo ist denn hier ein Händler? Ach, da unten ist er. Wollen wir hier runterspringen? Links eine Leiter. Mal kurz hier durchgucken, ob es irgendwas gibt. Das sieht so aus. Hi, du Hi-O-Pi. Ich würde gerne was kaufen. Und zwar ein paar Pfeile. Was ist das denn hier? Seife. Entfernt unreines Ansammlung vom Körper. So. Dann lass doch mal was kaufen. So, ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen, aber ich denke, ups. Ich denke mal, 48 Stück können wir kaufen insgesamt. Machen wir. Danke. Aber ich kann auch was verkaufen. Ich habe ein paar Sachen, die kann er mir ja mal abkaufen. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Hier zum Beispiel diese komische Axt, die brauche ich nicht. Kiefer noch Axt. Kannst du haben. Das Ding wollten wir noch warten, das kannst du aber auch haben. Die brauchen wir selber. Bolzen, also kann ich das Ding ja schon benutzen hier eigentlich? Kann ich, ne? Können wir auch mal gucken, ob wir den hier mal benutzen können zwischendurch. Genau, und hier die Schilder, die verkaufen wir auch. Das brauchen wir nicht mehr. Muss ich mit allen rumlaufen, ne? Oktopuskopf. So, und dann kaufe ich mir noch mal ein paar Pfeile bei dir. Ist das ein normales? Nee, das war auch nicht. Verweilender Pfeil, die sammeln wir gerade ein. Komm, komm, komm. Ach, man kann eigentlich nicht genug Pfeile haben, oder? Also, nein. So, die nehmen wir mit. Und wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir, lass uns doch gleich mal hier ausrüsten. Und zwar... Oh, ist das zu schwer jetzt? Sind wir beladen? Tatsächlich? Überladen, tatsächlich. Guck es an. Und das auch nur, weil wir was anderes noch ausgerüstet haben. Okay, also das kann ja erstmal weg hier. Das brauchen die ausrüsten. Das Schwert rüste ich jetzt auch einfach mal nicht aus. Das ist ja lustig, dass man beladen ist, nur weil man... Also, die Sachen hat er ja trotzdem dabei sich, wisst ihr, was ich meine? Ach, die ist schon wieder da, okay. Dann müssen wir da ja wieder raus, das ist ja blöd. Gut.
So, wir verfallen nochmal hier am Ort der Gnade. Und guck mal, was es bringt. Also nicht, was es bringt, sondern dass wir hier sind. So, ich muss einmal kurz hier einen Snack reinpfeifen. Ich will gesehen, ob er jetzt alle Leuchtfeuer trotzdem angemacht hat. Okay, da können wir ja nicht gucken. Na, er wird die schon anhaben, ne? Das können wir gleich bei denen da unten sehen. So. Wir müssen hier nochmal durch und preschen. Und auch unsere kleinen Dinger da hinten holen. Und gucken, was mit unserem. Ja, wie kommt man denn da hin zum Beispiel? Auf den da Raum. Ganz da oben. Da sitzt, ist ja noch so eine Leiche da oben. Wie kriegt man die denn? Frage ich mich. Oder? Man kann da bestimmt hoch irgendwie. Okay. Entschuldigung, ich muss auch sehen, von wo der schießt, ne? Ja, von da schießt er, okay. Können wir die auch mit dem verweilenden Schuss Pfeil abschießen? So, okay, so können wir die auch runterholen, was da gut ist. Da sitzt noch ein Typ. Die müssen wir von hinten niedermähen. Okay. Da läuft noch einer rum, hab ich gerade gesehen. Ich noch etwas einsammeln schnell. Können wir hochlaufen? Hier ist irgendwie so ein Spiegel. Oder beziehungsweise ein Portal ist das, ne? Dunkelschmiedestein, okay.
können wir auch gut gebrauchen. Ich brauche allerdings Nummer 5 davon. An anderen Ort reisen. Lass mal gucken, wo der uns hinbringt. Können wir wieder zurückkommen, oder? Ich höre auf zu snacken, das ist zu laut. Ich frage, wo ich jetzt hier bin. Also es ist alles unterirdisch hier, wie man sieht, ne? Das ist schon krass. Also wir sind einfach komplett unter der Erde nochmal. Das ist wirklich krass. Also kann man nicht anders sagen. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Und das ist auf jeden Fall nicht da, wo wir sind. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Da können wir was einsammeln schon mal. Wieso ist diese Welt hier unten auch nochmal so groß? Ich meine, ganz ehrlich, die ist gigantisch. Da ist das, da waren wir. Da gehen wir hochgerannt. Da läuft, brennt auch mein Feuer, wie man unten sieht. Das heißt, wir können da oben irgendwie hochkommen. Wie cool ist das denn? Noch höher. Also was heißt noch höher, aber noch eine Etage höher. Also lagen da oben noch Leichen. Das heißt, wir können hier rein. Und kommen wahrscheinlich noch irgendwie höher oder... Okay, die sind natürlich blöd. Dunkelschmiedestein 5, perfekt. Den brauchen wir, um... wie heißt das... Ja, was soll ich groß rumdrucksen? Brauchen wir einfach. Oh mein. Um meine Axt besser zu machen. So, man komm ich komplett stottern. Die Kugel da drin können wir vergessen, die ist weg. Und dann müssen wir da auch nicht mehr rein. Aber wie cool, jetzt habe ich so Dunkelschmierstein. Das ist ganz geil. Also ist wirklich gut, weil die brauche ich definitiv. Da hinten ist ein... Da hinten brauche ich gar nicht weiter reden, das ist ein Monster. Ich glaube, wir können ihn noch angehen, oder? Obwohl...
Sieht aus wie ein fetter Boss. Drachenblutsoldat, okay. Okay, der macht einen One-Kill bei mir. Krass. Wirklich krass. Ich glaube, den sollte man gar nicht. Also, den sollte ich wahrscheinlich noch gar nicht haben. Ach, jetzt bin ich hier wieder unten. Na, warte mal, wir haben noch oben einen. Hatten wir oben kein Dings gefunden? Oh nein, wie dumm. Aber dann müssen wir nochmal nach oben. Schaffen. Los. Reisen direkt zum anderen Ort schnell. Lass mal einmal gucken, ob wir eventuell doch so ein Dings noch finden. Hier so ein Ort, wo wir uns ausruhen können. Sieht nicht danach aus, aber... wissen, was er da oben hat. Jetzt weg. Nein. Nein. Bleib mal hier oben jetzt. Ach Mann. Und wann müssen die alle runterkommen? Liegt tatsächlich auch noch was. Drachenwundenfett. Wir sind natürlich nur schnell raus hier, weil... die hier ankommen. So, jetzt können wir da hinten das doch looten, oder nicht? Goldene Rune 7. Okay, und... viel mehr gibt es da glaube ich auch nicht. Kommt doch niemand daher. Ist auf der einen Art bewundernswert. Hüpf doch mal da runter, vielleicht tut es dir ja weh. Okay, jetzt können wir unsere Sachen nochmal holen.
Das war jetzt zwar nicht viel, aber... weg? Ach Mist, ist halt wieder volles Leben wahrscheinlich, ne? Man kann ihn nicht einfach so, wie ich das will, killen, ne? Nee, schade. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen, aber das geht nicht. Aber er hat doch, er hat immer noch das gleiche Leben wie vorhin. Auch vom Pferd abschießen jetzt, okay. Es wird ein langer Kampf, aber ich glaube, man kann ihn so schaffen. Wie langweilig, ich weiß. Wir haben schon die Hälfte des Lebens weggemacht. Nein, nicht ganz, aber... Achso, nur die Pfeile benutzen. Nein! So, meine Lieben, ich habe einfach mal kurz vorgespult, denn wir machen jetzt direkt hier weiter. Ich habe jetzt ein paar Pfeile gekauft und ich denke, damit werden wir den schon irgendwie bezwingen. Los geht's.
passieren. Guck mal, der ist schon gleich wieder verschwunden. Wir haben aber schon ungefähr ein Fünftel weggemacht von ihm, ne? Okay. Wir haben jetzt gar nicht so viel getroffen gerade. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas im Inventar, was wir benutzen können. Was man vielleicht auf die Pfeile rauf machen könnte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Verursacht Feuerschaden. Okay. Wie kann ich das denn nutzen? Geht das auch nur bei Waffen, ne? Okay. Müssen wir dafür, können wir auf dem Pferd dafür nicht sitzen? Ich weiß nicht. Gucken wir mal, ob es hierüber geht. Ist die Frage, warum ich es nicht nutzen kann hier. Objekt zum Interagieren wählen. Das geht, okay. Leuchtet schwach, man, wenn man ihn aufstellt. Schirm schon ein Glas, wertloser Plunder. Da muss ich wahrscheinlich eine Waffe haben, die dafür benutzt werden kann, ne? Okay, das haben wir nicht, schade. Das wäre ja aber auch ein Heil gewesen. Nun gut. Ja, wollen wir mal weiter gucken. Aber warte mal, wir haben doch aber auch noch, wir haben doch so einen Talisman. Und hier, ne? Weitschuss-Talisman. Benutzen wir doch mal den. Der müsste ja dann schon etwas bringen. Ja, schon besser. Sobald ich aus dem Bereich raus bin, dreht er auch ein bisschen ab. Aber wir haben ja schon echt die Hälfte der Pfeile schon wieder verballert.
Gut. Das war wieder so eine eklige Situation. Ist da abgesprungen vom gekackten Pferd. Na, nichts riskieren, auch wenn es noch 3-4 Schüsse sind. Man weiß ja nicht. Bloß das Problem ist, der braucht ja nur einen Schlag, dann bin ich tot, ne? So, jetzt können wir ihn aber platt machen. Aber gut, dass er das sein Leben nicht auffüllt, das finde ich super. So, das war's doch für ihn, oder? Großen Gegner zu Fall gebracht. Drachenhellbade. Perfekt. Die wieder bekommen. Boah, wir haben auch ordentlich Punkte bekommen unten. 16.000. Da leuchtet doch was. Marikas Narbensiegel. Warte. Ah, hier ist nichts, okay. Hätte er sein können. Wenn es auch noch leuchtet, auch noch irgendwas schwach da hinten, ne? Ne, da waren wir schon, da hatten wir das. Genau, da hatten wir die ganzen Leute da gesehen. Gut, den haben wir doch gut besiegt. Ja, aber das soll es auch dann gewesen sein für heute, weil sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn man alles schafft. Spaß. Nee, gut. Oder war das da, wo wir hinten waren? Warte mal. Das war da. Wir müssen da hinten nochmal hin. So. Wir müssen nochmal hier hin. Nee, aber das soll es wirklich gewesen sein. Ich gehe jetzt nochmal hier um die Ecke gucken, ob da was ist. Ich glaube fast nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ah, doch, guck mal da. Unsere Lilie. Lügner voraus. Ja. Gut. Haben wir den Baron auch erledigt. Perfekt, perfekt. So, ich glaube, viel mehr können wir hier auch gar nicht machen. Glaube ich. Das war wirklich nur ein Weg hoch zum Boss wahrscheinlich, ne? Aber da unten geht es natürlich weiter, da können wir natürlich noch hin, stimmt. Lass mal unten nochmal längs laufen. Hier oben haben wir ja schon alles abgerast. Wie man da nachher hochkommt, weiß ich noch nicht, aber man kann auf jeden Fall nachher rüberkommen. Gut, aber für euch soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.